wie kann ich mit vorhandenen DIGA arbeiten. Also ab September können die verordnet werden und es werden zunächst mal vermutlich 15 bis 20 DIGA im Markt sein. Ich gehe aber davon aus, dass das sehr schnell auch wachsen wird. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Meine heutige Interviewpartnerin im Business Talk Podcast ist Pia Meyer. Pia Meyer ist selbstständig im Bereich der politischen Beratung für digitale Versorgung und Vorsitzende des Bundesverbands der Internetmedizin. Innerhalb dieser Aufgaben verhandelt sie maßgeblich mit den Herstellerverbänden der digitalen Gesundheitsanwendung und dem GKV-Spitzenverband. Und sie berät aus Leidenschaft, wie ihr sicherlich im Business Talk Podcast hören wollt, die Branche zum Thema digitale Gesundheitsanwendung, begleitet diese Prozesse und begleitet mit ihrer eigenen Firma eben die Fragestellung, ist die digitale Gesundheitsanwendung für mich das richtige Medizinprodukt oder gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten und was kann ich da tun? Sie hat eigentlich ursprünglich mal Politikwissenschaften studiert, aber das Thema digitale Versorgung und vor allen Dingen das Thema Digital Health hat sie nicht losgelassen. Und das begleitet sie jetzt für Unternehmen, für Verbände und bringt da sehr, sehr viel Persönlichkeit ein. Und genau darüber spreche ich mit ihr im Business Talk Podcast. Und wir sprechen eben auch darüber, wie führen wir, also alle die, die am System beteiligt sind, denn diese Prozesse zusammen, also wie kann die Arztpraxis sich da einbinden, wie kann eine Arztpraxis digitale Gesundheitsanwendungen annehmen, welche Vorteile gibt es, welche Nachteile gibt es aber auch und wie kann ich diesen Prozess vor allen Dingen auch in meine Praxis integrieren und da bringt Pia sehr, sehr viel Input für den Arzt, aber auch für die Helferinnen mit ein, weil sie eben in den letzten Jahren mit allen Seiten zu tun gehabt hat. Freut euch drauf auf den neuen Business Talk Podcast mit Pia Meyer. Wir hören uns gleich wieder. Ja, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Ich habe ja heute meinen Gast schon vorgestellt, möchte aber einsteigen mit unserer Einstiegsfrage, die ich am Anfang immer stelle. Wer ist Pia Meyer? Was macht sie beruflich und privat? Mit eigenen Worten und deshalb nochmal herzlich willkommen im Business Talk Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, was mache ich beruflich? Ich habe mich frisch selbstständig gemacht. In diesen Corona-Zeiten hat ein Jobwechsel nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und jetzt bin ich aber sehr glücklich selbstständig mit Beratung rund um das Thema digitale Versorgung. Wie bin ich da hingekommen? Ich habe die letzten 12 Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet und habe mich da mit strategischen Fragen beschäftigt. Und was wäre weniger strategisch als das Thema Digitalisierung? In dieser Phase ist auch die Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Internetmedizin entstanden. Inzwischen bin ich dort Mitglied im Vorstand und habe für diesen Verband die Verhandlung der Rahmenvereinbarung zu den digitalen Gesundheitsanwendungen übernommen. Pharmaindustrie war in meinem Lebenslauf eigentlich nicht angelegt. Ich bin studierte Politikwissenschaftlerin, habe die ersten 10 Jahre auch wirklich praktisch und aktiv Politik gemacht, also richtig im Politikbetrieb gearbeitet, auf der linken Seite des Politikspektrums. Habe mich dann aber irgendwann entschieden, dass es nicht gut ist, wenn man direkt nach dem Studium nur in die Politik eingestiegen ist. Habe ein MBA gemacht mit dem Schwerpunkt Gesundheitswesen. Und bin über Krankenkasse dann bei der Pharmaindustrie gelandet und dort eben mit den strategischen Fragen beschäftigt gewesen, weil ich natürlich mit diesem politischen Background das Thema Gesetzentwürfe, Agenda der Politik und so weiter natürlich sehr gut beherrscht habe und das immer noch mir ein leichtes ist, mit diesen ganzen Themen umzugehen.
Und das ist besonders, finde ich, weil das für viele ja, ich würde fast sagen, der Damoklesschwert ist, sich mit diesen Themen und diesen strategischen Themen, Entwicklungsthemen, gerade im Gesundheitswesen auseinanderzusetzen. Sie haben gerade schon das Thema digitale Medizin angesprochen mit vielen, vielen Dingen. Da werden wir sicherlich heute im Laufe des Podcasts nochmal zu kommen. Bevor wir da einsteigen, nochmal so ein bisschen in die Richtung, wie schaffen Sie bei all dem, was Sie so machen, auch den Ausgleich? Also wir sind ja immer so ein bisschen auch ein paar persönlichen Dinge interessiert, also zu fragen, wenn jemand stark, ich nenne es jetzt mal unternehmerisch tätig ist, also sich in vielen Dingen auch entwickelt. Sie haben gerade auch gesagt, das Leben ist ja nicht immer nur eine gerade Linie, sondern es ergeben sich Dinge, die man dann annehmen kann und sich einarbeiten kann. Ich entdecke aber immer wieder, ich komme aus dem Sportbereich, da gilt der Satz, in der Pause wächst der Muskel. Also wie schafft man den Ausgleich eben auch zu dem ja doch anstrengenden und herausfordernden Berufsleben? Ja, mit dem zum Sport bin ich nie so wirklich gekommen. Mein Ausgleich, so die kleinen Weltfluchten bestehen in Kino und Lesen. Also ich bin eine wirklich fleißige Kinogängerin, war super glücklich, als die Kinos jetzt endlich wieder aufgemacht haben und finde es wundervoll, mich mit anderen Menschen zusammen in einem Saal, einem Film auch auszusetzen, was man daheim auf dem heimischen Sofa beim Streamen so einfach nicht macht. Ich lese viel kreuz und quer, viel Literatur, weil ich einfach denke, das weitet den Horizont. Man bekommt andere Einblicke und entspannen tun mich meine zwei Katzen. Wenn die neben einem liegen und schnurren, das ist einfach Gold wert. Da freue ich mich jetzt schon sehr auf die kurze Frage, kurze Antwortrunde, in der nach Film und Buch gefragt wird. Also von daher werden Sie uns da sicherlich etwas Spannendes mit auf den Weg geben können. Und das Thema Katzen, ich habe mal mit jemandem gesprochen, der Katzen als Zen-Meister bezeichnet hat, weil die tatsächlich eine gewisse Ruhe ausstrahlen und auch vielleicht nicht so beeinflussbar sind wie das ein oder andere Haustier und vielleicht viele Dinge auch, will ich sagen, vorgeben, aber vielleicht ja doch nicht so ganz einsichtig sind. Würden Sie das bestätigen, dass Katzen in diese Richtung gehen? Absolut. Ich glaube, ich mache jeden Tag mindestens zweimal täglich 15 Minuten Meditation, wenn ich mit meinen Katzen Kickertraining, also ein Agility-Training mache. Mhm. Ich muss mich wirklich auf diese Katze konzentrieren und da hört der Gedankenstrom ansonsten auch voll und ganz auf im Kopf. Das hat zwar wahrscheinlich kein Zen-Meister so vorgesehen, aber es funktioniert und Katzen sind durch diese innere Ruhe, die sie ausstrahlen, wirklich großartige Beruhiger. Ja. Aber das, also ist der Ausgleich auch tatsächlich da und insbesondere dann auf eine sehr entspannende Art und Weise, finde ich sehr schön. Mhm. Ja, wenn wir doch mal Sie haben ja gesagt, Ihr Lebenslauf ganz unterschiedlich geprägt von der politischen Ausrichtung her, beziehungsweise vom Studium her, dann über das Thema Pharma jetzt hin in die Selbstständigkeit und das Thema digitale Prozesse, Internetmedizin hat Sie sehr beschäftigt. Was mich interessieren würde bei, wie funktioniert das Zusammenspiel? Auf der einen Seite die strategische Planung von Gesundheitsprozessen, auf der anderen Seite aber dann die Umsetzung. Also das ist ja auch wichtig für unsere Mediziner, ja hauptsächlich für den Arzt in der eigenen Praxis, auch hier mit dem Podcast unterwegs. Wie schafft man die Umsetzung von diesen ja auch schwierigen Prozessen? Gibt es da einen Ansatz, den Sie mit uns teilen können? Also meine Rolle sowohl bei meiner alten Firma wie auch jetzt ist ja in erster Linie die Umsetzung vorzubereiten, den Anstoß dafür zu geben, verständlich zu machen, warum das eigentlich notwendig ist. Und wenn das in der Praxis angekommen ist, dann ist der Rest, glaube ich, einfaches Change Management. Mhm. Ich weiß, dass sich das wesentlich einfacher sagt, als es sich nachher umsetzen lässt. Aber wenn ich weiß, wohin ich mich entwickeln will, wenn ich verstanden habe, wozu das gut sein soll, dann ist, glaube ich, der nötige Impuls da, um dann mit einer gewissen Konsequenz und Stringenz dann auch sich klar zu machen, was sind denn jetzt eigentlich die Schritte, die ich dafür abarbeiten muss, wie komme ich dahin, wo ich hin will und daraus einen Maßnahmenplan zu entwickeln und sich daran dann auch zu halten.
Da gehört natürlich viel Reden dazu. Wenn ich jetzt an eine Praxis denke, ist es natürlich oft so, dass der Chef oder die Chefin diesen Gedanken verinnerlicht hat, muss dann aber, um das tatsächlich umgesetzt zu bekommen, auch alle anderen im Umfeld mitnehmen, auch über die Strecke mitnehmen. Und dazu muss ich immer wieder den Grundgedanken erklären, die Leute wieder begeistern, wenn Hindernisse im Weg stehen und diesen Prozess auch wirklich als Chef, Chefin begleiten und ihn zu meinem machen und ihn nicht versanden lassen, ihn nicht ins Nichts delegieren nach dem Motto, funktioniert schon. Ich glaube, dass das tatsächlich, Sie haben gerade gesagt, die Umsetzung vorbereiten und wenn das dann angekommen ist beim Arzt, dann kommt es in die Umsetzung und dann muss es oder dann sollte es über den Chef, die Führungsperson, wie auch immer, wenn man jetzt den Arzt in der eigenen Praxis umgesetzt werden. Es sind aber immer Menschen beteiligt und das wissen Sie auch, wenn ein Change-Prozess angestoßen wird, dann ist erst eine hohe, also selbst bei denen, die ihn wollen oder die sagen, ja, wir sind bereit zu der Veränderung, ist eine hohe Bereitschaft da, eine hohe Motivation da und dann geht es in die Umsetzung. Und dieser Umsetzungsprozess ist oft von Frustration begleitet. Warum? Weil erstmal 3 Schritte zurückgemacht werden müssen. Und aus meiner Erfahrung heraus enden Change-Prozesse sehr häufig in der Frustration und werden nicht fortgeführt. Wo sehen Sie diesen Ansatz? Also wo kann ich tatsächlich sagen, ich muss alle mit ins Boot nehmen und wie kriegt man es tatsächlich praktisch umgesetzt, also in der Anwendung? Gibt es da einen Tipp? Ein klares Zielbild. Mhm. Und zwar eins, das nicht abstrakt ist. Also nicht sowas wie, wir wollen die tollste Praxis in dieser Stadt sein. Das kann ich nicht greifen. Das ist nicht konkret, sondern ganz klare Ziele setzen, wie wir wollen Online-Terminvereinbarungen bis Ende des Jahres umgesetzt haben. Oder wir wollen, dass ein Anteil von realistischen, meinetwegen 20%, die Online-Terminvereinbarung nutzt. Oder ähnliche Dinge, also wirklich greifbare Dinge. Da darf gerne so eine große Vision dazugehören, wir wollen die tollste Praxis werden. Aber das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel muss erreichbar sein, messbar sein. Ich bin gar keine große Freundin von diesem allzu strengen und kleinteiligen Controlling, aber ich muss es greifen können und das auch in konkrete Einzelschritte runterbrechen können. Und dann kann ich auch kleinschrittiger verfolgen, haben wir jetzt eigentlich den nächsten Step erreicht und dann kann ich die Leute besser dabei halten, als wenn ich über so abstrakte Ziele in irgendeinem Zeitraum rede. Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, ich finde das sehr gut zu sagen, ich breche das runter, also von dem, ich will die beste Praxis, sei es mal für Telemedizin in Deutschland werden und sage, bis ich das erreicht habe, muss ich aber Ziel A, B, C, D erreicht haben und fange jetzt an mit zum Beispiel 20% und dann gehe ich das weiter. Wie wichtig erhalten Sie es oder sehen Sie da das Team, was da mitspielen muss? Wir haben ja oft in den Praxen, dass auch jetzt, ich sage mal, nicht so digital affine Menschen, die vielleicht über Jahre noch mit Karteikarten gearbeitet haben und so weiter. Ist es für Sie entscheidend wichtig, das Team mit ins Boot zu nehmen? Oder würden Sie sagen, man muss einfach in diesem Ziel dann auch jedem eine Aufgabe geben, die er zu erfüllen hat? Beides, so gut es geht. Also das Team mit ins Boot zu nehmen, ist unerlässlich, weil der Arzt, die Ärztin alleine ist im Alltag mit anderen Dingen beschäftigt. Das muss das Team leben und das Team muss auch einen Anteil daran haben, wie diese Ziele entwickelt werden. Sonst gibt es nur Widerstand und gegen diesen Widerstand wird sich niemand durchsetzen können. Und dabei sollte man natürlich auch die individuellen Vorlieben der Teammitglieder berücksichtigen und versuchen, jeden da auch so ein bisschen an seinen Platz zu setzen. Ich halte aber nichts davon, die Leute nicht mehr zu fordern. Also man muss schon auch einen Weg finden, die Leute an neue Technik heranzuführen und da ein bisschen nachspüren, woran liegt es denn eigentlich? Wir haben in dieser Corona-Zeit jetzt, glaube ich, alle die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen große Sprünge gemacht haben, weil sie, und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte dabei war, dass sie nicht mehr die Angst hatten, ich blamiere mich, weil wir haben uns alle irgendwie blamiert. Wir sind alle mal irgendwo abgestürzt in diesen ganzen Zoom-Konferenzen oder konnten den Bildschirm plötzlich nicht teilen und Ähnliches. Und das hat viele, die Angst vor solchen Blamagen hatten, auch
ja, nach vorne gebracht und habe ihnen gezeigt, auch denen geht es doch auch nicht anders und es lernen gerade alle. Und das ist, glaube ich, eine Stimmung, die man in einer Praxis auch immer wieder herstellen kann. Wir lernen alle gemeinsam. Es gibt nicht die eine Kraft, die das tiptop schon immer kann, sondern die hat es auch irgendwann mal gelernt und wir suchen jetzt einen Weg, wie ihr euch wohlfühlend mit diesen Dingen auseinandersetzen könnt. Mhm. Das wird nicht in jedem Fall funktionieren, das ist mir auch klar. Und dann muss man individuelle Entscheidungen treffen, wie man damit umgeht. Entweder findet man dann Aufgabenbereiche oder es gibt halt vielleicht auch mal eine Trennung, die dann aber vor einem Hintergrund der Akzeptanz geschieht. Also dann sagt man eben, wir passen nicht mehr zusammen, wir wollen woanders hin und mhm. ich unterstütze dann auch gerne bei einem Wechsel. Mhm. Aber mitnehmen muss immer das allererste Ziel sein. Das andere kann nur ein, ja, eine Notlösung am Ende sein. Ja, super, wie Sie das beschreiben. Also tatsächlich natürlich das Bestehende akzeptieren und auch den jeden Stand des Mitarbeiters mit aufnehmen, aber natürlich auch zu sagen, wir gehen mal raus aus der Komfortzone und wir akzeptieren eben auch Fehler zu machen. Wir lassen auch Fehler zu, gerade in diesem entscheidenden Prozess, wenn es um Dinge geht, die geändert werden müssen. Jetzt hört sich das für mich so an, als wenn Sie tatsächlich viel auch mit diesem Thema zu tun haben. Ich hätte jetzt eher gedacht, Sie sind, weil wenn, also einmal natürlich als Geschäftsführerin Ihrer eigenen Firma, politische Beratung für digitale Versorgung, aber auch innerhalb des Bundesverbandes Internetmedizin, haben Sie gesagt, Sie sind im Vorstand, ich glaube, Sie sind sogar Vorsitzende da von dem Verein. Da habe ich immer eher gedacht, Sie sind auf der anderen Seite. Also andere Seite im Sinne von, Sie verhandeln mit den institutionellen Anlegern, Krankenkassen, Spitzenverbänden, diese Themen. Trotzdem hört sich ja so an, als wenn Sie sehr nah an jedem einzelnen Versorger sind. Das war jetzt in der Tat Erfahrungswissen aus den letzten 12 Jahren, mhm. wo ich natürlich auch viel im ganzen Bundesgebiet unterwegs war. Mein Job war zwar die strategische Entwicklung, aber ich bin dann mit meinen Vorträgen immer auch mal in die Praxis mit rausgegangen, weil das, wenn man nur am Schreibtisch sich solche Sachen ausdenkt, manchmal einfach schief geht. Mhm. Also ich brauche, um strategisch sauber arbeiten zu können, auch den Spiegel, wo stehen die Praxen eigentlich? Und das habe ich in meinem vergangenen Job eben sehr schön machen können. In der Tat ist es so, dass jetzt gerade keine Praxen bei mir Kunden sind. Digitale Gesundheitsanwendungen sind im Augenblick ein Thema für Unternehmen, die die entwickeln, sind ein Unternehmen für Krankenkassen, die sie bezahlen müssen. Und insofern hat sich der Fokus da etwas verschoben. Aber so schnell haben sich Praxen jetzt nicht verändert, dass ich da nicht noch ein Gefühl dafür hätte, wo die eigentlich sind. Ich finde es aber gerade deshalb so interessant und spannend zu sehen, dass Sie trotzdem die Interessen jedes Einzelnen da auch im Fokus haben und nachvollziehen können, wie es denn geht. Also ich sage mal, Theorie ist ja das eine, aber praktische Arbeit ist immer das andere. Das ist ja das, was viele Mediziner jetzt zum Beispiel auch der Regierung vorwerfen, zu sagen, das ist alles nicht umsetzbar, was ihr da macht, das ist alles viel zu schnell. Und erinnere mich an einen Brief, den ich gelesen habe und ein Statement vom Handelsblatt, gar nicht lange her. Da ging es darum, dass die Ärzte rebelliert gegen die Pläne von Herrn Spahn und die Ärzteschaft sich dann auch noch damit, ich will jetzt nicht sagen brüstet, aber dass plötzlich keine jungen Mediziner aufgrund von diesen Änderungen in die Praxen gehen. Also ich glaube, dass man einfach aus dieser berühmten Komfortzone mal rauskommen muss und sich dem stellen muss, um dann eben zu sehen, was ist da gerade verhandelt. Sie haben es gerade gesagt, es geht jetzt ja um das Thema auch digitale Gesundheitsanwendungen, die ein Arzt hinterher verschreiben muss oder soll oder kann oder wie auch immer. Und ich glaube, deshalb ist nicht unwichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Jetzt gibt es ja einige Mediziner, die sagen, das ist interessant für uns. Wir sind durchaus interessiert, ein Medizinprodukt, also eine digitale Gesundheitsanwendung, auch ins Leben zu rufen, über eine App, über eine Möglichkeit. Können Sie mal für uns, wenn es irgendwie geht, einfach wie es geht, beschreiben, was müsste ich tun oder wie ist dieser Prozess, wenn ich sage, ich möchte gerne mich mit dem Thema DIGA, also digitale Gesundheitsanwendung, beschäftigen? Ja, da muss ich Ihnen oder möchte ich Ihnen 2 Antworten geben. Die erste ist die einfachere, nämlich wie kann ich mit vorhandenen DIGA arbeiten? Mhm. Also ab September können die verordnet werden und es werden zunächst mal vermutlich 15 bis 20 DIGA im Markt sein.
Ich gehe aber davon aus, dass das sehr schnell auch wachsen wird. Das heißt, die Praxis hat es mit einer Vielzahl von Anwendungen, die sich auf bestimmte Bereiche noch konzentrieren, zu tun. Ich bekomme also eine Auswahl von 4, 5 Apps, die Bewegungstherapie bei Schmerzen anbieten. Mhm. Und sinnvoll wäre, wenn die Praxis sich da einmal mit auseinandersetzt, was ist denn jetzt der Stand der Dinge, welche Angebote habe ich für ein bestimmtes Problem und sich dann auch etwas fokussiert. Weil ähnlich wie bei anderen Medizinprodukten auch, Inhalativa oder Blutzuckermessgeräte, ich muss das ja auch erklären können. Und sich vorzunehmen, alles zu erklären oder alles zu machen und nichts zu erklären, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, sondern es ist durchaus möglich, sich da vor einem medizinischen Hintergrund eine Entscheidung klar zu machen, warum ein bestimmtes Produkt in der Praxis sinnvoll ist für den Einsatz und dieses dann auch, wenn es passt für den Patienten oder die Patientin, immer wieder zu verordnen. Mhm. Also das ist, ich benutze eine vorhandene DIGA und setze sie vernünftig und effizient in der Praxis ein. Mhm. Sie haben in Ihrer Frage ja aber eigentlich nahegelegt, ich habe jetzt eine tolle Idee und möchte eigentlich selber eine solche App entwickeln. Da gilt, wie bei allen Sachen, zunächst mal genau definieren, was ist das Problem, das ich lösen will und wie löse ich dieses Problem. Und wenn man das klar umrissen hat, also einen konkreten Bedarf adressiert hat, weiß, wie ich das technisch umsetzen will, dann finden sich, glaube ich, heutzutage relativ leicht Entwickler, die dann in der Lage sind, eine entsprechende App auch zu programmieren. Das wird nicht gehen, ohne entweder das nötige Kleingeld dafür bereits eingesammelt zu haben oder aber sich dann auch auf eine Geschäftsentwicklung einzulassen. Eine Idee, ein lösbares Problem muss, wenn es eine dauerhafte DIGA werden möchte, natürlich auch ein Geschäftsmodell beinhalten. Und dieses Geschäftsmodell muss dauerhaft tragfähig sein. Das heißt, ich muss mir eben den Zusammenhang überlegen, wem will ich das eigentlich, wie, wann, warum verkaufen, was kann ich dafür verlangen und auf welchem Weg bekomme ich dieses Geld, sei es als DIGA von der Krankenkasse direkt. Da muss ich aber relativ viele Bedingungen erfüllen, um eine DIGA zu werden. Es gibt auch andere Wege. Selbstzahlermarkt hat nicht so viele Regeln. Selektivverträge sind immer noch ein spannendes Feld für digitale Anwendungen. Andere Erstattungsmöglichkeiten gibt es auch. Also das ist dann immer von dem konkreten Problem abhängig und von der Frage, wie bekomme ich dieses Problem eigentlich mit welchem Instrument am besten gelöst. Also ohne da jetzt wirklich weiter tief reinzugehen, ich glaube, wer sich damit beschäftigen will, muss das sowieso explizit und noch tiefer tun, als wir das jetzt hier in einem Dreiviertelstunde Podcast tun können. Aber letztendlich muss ich von vornherein die Entscheidung treffen, ob ich tatsächlich diesen Weg gehen möchte, damit ich irgendwann zugelassen werde zu dem Medizinprodukt, das dann eben im digitalen Bereich DIGA heißt. Jetzt gibt's ja, und das ist das Einzige, was ich vielleicht noch kurz besprechen möchte, immer die Frage danach, wie lange dauert denn so etwas? Also es gibt ein sogenanntes Fast-Track-Verfahren für die Zulassung, damit es eben nicht riesig lange dauert. Und meine gute Idee, die ich vielleicht heute habe, Sie haben geschrieben, ich muss erstmal ein Problem lösen und ich bin jetzt der Meinung, ich bin der Problemlöser für genau ein Problem. Bleiben wir mal bei Ihrem Beispiel. Sie haben gesagt, eine besondere Bewegungstherapie für Schmerzen jetzt in irgendeinem Segment, in irgendeinem Bereich. Wie lange muss ich denn ungefähr einplanen, dass das dauert, bis ich zugelassen bin? Mal angenommen, ich habe alles super vorbereitet und ich komme sofort in der ersten Instanz durch alle möglichen Prüfverfahren durch. Können Sie das sagen? Gibt es da ungefähr eine Zeitspanne? Also das hängt sicherlich sehr stark von der Komplexität des Produktes ab. Jetzt mal sage, ich habe eine tolle Idee, ich habe diese App programmiert, dann würde ich sagen, dauert es 3 bis 6 Monate, bis ich eine CE-Zertifizierung erreicht habe. Mhm. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass ich beim BfArM den DIGA-Antrag stellen darf. Damit ist es aber noch nicht getan, sondern ich muss auch Studien für einen positiven Versorgungseffekt nachweisen. Mindestens muss ich eine kluge Idee dafür bereits aufgeschrieben haben. Eine Studie, um einen entsprechenden Versorgungseffekt nachzuweisen, muss, glaube ich,
ein halbes Jahr Nutzung der App mindestens beinhalten. Also mindestens ein Jahr müsste man dafür schon rechnen, damit ich einen Effekt auch irgendwie nachweisen kann und die entsprechende Evaluation dazu machen kann. Und dann, wenn ich das alles auf den ersten Rutsch gut geschafft habe, kann ich mich beim BfArM für die endgültige Aufnahme bewerben und dann dauert es noch 3 Monate, bis das BfArM gesagt hat, jawohl, ihr seid drin. Mhm. Der sogenannte Fast Track greift, wenn ich mit den Evaluationen noch nicht fertig bin, dann kann ich bereits zu einem vorherigen Zeitpunkt sagen, ich habe hier eine Studienidee. Die wird auch sauber evaluiert werden und dann darf ich schon mal vorläufig aufgenommen in den Markt, werde erstattet, um in dieser Zeit meine Studie fertig zu machen und dann mit den Studienergebnissen endgültig aufgenommen zu werden oder auch nicht. Also dann verkürzt sich dieser Zeitraum, aber es sind natürlich dann auch einige Unwägbarkeiten. Ich muss dann wirklich die Studie auch positiv abschließen, sonst bin ich erstmal raus aus dem Markt und muss auch ein Jahr lang warten, bis ich überhaupt wieder den Antrag stellen darf. Also man sollte sich für den Fast Track sehr sicher sein, dass man das auch hinbekommt mit der Studie und dass die auch gute Ergebnisse bringt. Ansonsten lieber abwarten, erst die Studie machen, dann den Antrag stellen und dann ins Verfahren kommen. Also für alle die jetzt gerade noch gesagt haben, okay, ich habe Lust auf ein eigenes Medizinprodukt, man merkt schon, dass es ein sehr, sehr komplexes Thema ist und dass man da auch Beratung braucht. Ich glaube, also ich finde es übrigens sehr großartig, dass Sie das mal eben so greifbar haben und dass Sie sich so auskennen, dass Sie uns das mal eben kurz erklären können. Ich glaube aber, da bedarf es einiger Erfahrung und selbst das Thema ist ja noch relativ jung am Markt und ich glaube, da ist es wirklich wichtig, wenn man das vorhat, dass man sich professionelle Unterstützung sucht und auch bekommt, damit man nicht hinterher 2 oder 3 oder 4 Anläufe braucht und dann vielleicht andere auch schon wieder schneller gewesen sind. Ich glaube, eine Unterstützung ist da sehr, sehr wichtig. An dieser Stelle nur eine kurze Unterbrechung. Ich habe noch einen Nachtrag für alle Themen, die ihr hier in diesem Podcast immer wieder hört. Ihr könnt Fragen an uns richten unter info@businessdoc.online. Ich wiederhole die E-Mail-Adresse noch einmal, info@businessdoc.online, egal zu welchen Fragen, ob ihr uns persönliche Nachrichten schreiben wollt, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt, ob ihr Fragen habt zum Thema Startup-Praxis oder jetzt auch zur neuen Business Doc Academy, schreibt uns einfach und wir werden euch innerhalb von 24 Stunden auf jeden Fall antworten. Und jetzt geht's weiter im Business Doc Podcast. Jetzt würde ich ganz gerne mit Ihnen über 2 Themen noch sprechen. Einmal natürlich über Ihr eigenes Unternehmen. Sie haben gesagt, Sie sind relativ jung selbstständig, haben den Schritt, würde ich sagen, gewagt, aber haben sich selbstständig gemacht. Wir sprechen über das Thema politische Beratung für die digitale Versorgung und auf der anderen Seite das Thema des Verbandes, für die Sie tätig sind. Aber ich würde ganz gerne mit Ihrem Unternehmen anfangen. Sagen Sie doch mal, was ist genau Hintergrund und was ist Ihre Arbeit und mit wem arbeiten Sie da? Also der Hintergrund ist eben dieses neue Produkt, digitale Gesundheitsanwendungen. Und mein Schwerpunkt ist die Entscheidung, will ich eine digitale Gesundheitsanwendung werden oder welche anderen Marktzugänge für mein Produkt gibt es eigentlich? Mhm. Da habe ich mit verschiedenen, teilweise schon bestehenden Unternehmen, teilweise gerade so am Beginn stehenden Unternehmen zu tun, die versuchen, eine Idee marktfähig zu machen. Mhm. Also einige oder die meisten im Augenblick kommen eigentlich in einem sehr frühen Stadium zu mir, weil sie sagen, oh toll, wir werden DIGA. Und dann setze ich mich mit denen in Workshops zusammen, um diese Idee wirklich abzuklopfen. Ist das Produkt, ist diese Idee DIGA tauglich? Wenn sie das ist, wie müssen wir eigentlich diesen ganzen Prozess aufsetzen? Die DIGA-Anmeldung beim BfArM hat einen, ich glaube, 20-seitigen Fragenkatalog, wo sie abhaken müssen, mache ich, Datenschutz, Produktsicherheit, Service für Patienten und Ärzte. Also da gibt es eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die ich wesentlich einfacher ins Leben bekomme, wenn ich die von Anfang an mitdenke. Dann muss aber auch das Produkt eben wirklich DIGA-fähig sein und dann gibt es einen klaren Ablauf, wie man da durchkommen kann. Und es ist sinnvoll, sich das relativ früh zu überlegen, ist das für mich der richtige Weg? Und das sind gerade
Eben wie gesagt, das sind Unternehmen, die existieren noch gar nicht. Die sind dabei, ihre Idee marktfähig, greifbar in ein Geschäftsmodell zu übersetzen, mit denen ich im Augenblick am meisten zu tun habe. Und dann gibt es natürlich auch Unternehmen, die bereits fertig entwickelte Produkte haben, die jetzt Fragen haben zur konkreten Umsetzung der DIGA. Also wie ist das mit dem Antrag beim BfArM? Wie ist das mit der Abrechnung der DIGA? Denn mit der Verordnung ist es ja nicht getan. Ich muss ja auch noch einen Abrechnungsprozess mit der Kasse in Gang bringen. Also diese letzten Schritte, wenn das Produkt fertig und DIGA-fähig und alle Zertifizierungen und alle Evaluationen da sind, dann gibt es eben auch noch zahlreiche Fragen, wo ich durch dieses enge Verknüpftsein gerade mit den Verhandlungen natürlich auch eine gute Auskunftsgeberin bin. Mhm. Sind das also mehr größere Firmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, oder ist das wirklich ein Durchgang vom Markt? Also sind es Einzelunternehmen, die Frage ist ja auch immer, wie teuer ist es letztendlich, dieses ganze Verfahren in Anführungsstrichen zu überstehen? Sie sprechen auch über Studien, die teilweise notwendig sind, auch wenn sie vielleicht begleitend funktionieren können. Dann ist es ja auch Sie haben vorhin gesagt, es gibt Entwickler, die können diese App ins Leben rufen. Ich glaube, das ist aber schon ein Prozess, der ja über einen Zeitraum sehr lange dauert. Jetzt haben Sie auch vorhin schon gesagt, es gibt im Moment, wenn wir jetzt über September sprechen, ungefähr 15 bis 20 Gigas, mit denen wir vielleicht starten. Das heißt ja, die waren im Grunde ja wahrscheinlich vorher schon da in der Entwicklung, weil Sie haben auch vorhin gesagt, es gibt ja noch andere Dinge, Selektivverträge mit Krankenkassen und so weiter. Und die jetzt sagen, jetzt können wir unser Produkt, was wir irgendwann mal entwickelt haben, langfristig am Markt etablieren durch diese Anwendung. Ist das ungefähr so? Also muss ich mir wirklich viel Zeit nehmen und auch wirklich viel Geld investieren? Denn die Frage ist ja immer, über Selektivverträge konnte ich nur eine Zeit lang damit rechnen, dass ich einen Marktzugang habe. Wenn ich einmal digitale Gesundheitsanwendung bin, ist es ja vielleicht ein bisschen länger. Genau, das wollen wir jedenfalls hoffen, dass dem so sein wird. Genau, also die Unternehmen, mit denen ich arbeite, sind nicht ganz groß, um da vielleicht mal einen Schnitt zu machen. Ich glaube, ganz große Unternehmen können sich diese Kompetenz dann auch selbst bilden, die ich mitbringe. Aber es sind durchaus auch größere Unternehmen dabei, also nicht nur kleine Start-ups, für die aber die DIGA nicht im Zentrum steht. Das ist, glaube ich, immer so das, wo Berater, Beraterinnen von außen ganz gut ihren Beitrag leisten können, dass sie eben Impulse geben für die weitere Entwicklung, für die weitere Denkarbeit oder ein Spezialwissen reintragen, das man sich ansonsten nicht selber aufbauen kann. Ja. Zum zweiten Teil der Frage, also die Unternehmen, die jetzt schon eine DIGA in den Markt bringen und im letzten Quartal auf dem Markt sein werden, das sind keine Schnellschüsse. Das sind Unternehmen, die wir schon lange kennen in vielen Fällen, die sich jahrelang schon ihr Geschäft aufgebaut haben, bisher auf dem Selbstzahlermarkt oder in Selektivverträgen versucht haben, ihr Geschäft zu finden, weil es diese andere Möglichkeit nicht gab. Und jetzt eben die DIGA als, das ist eigentlich unsere bessere Lösung, für sich entdeckt haben. Ich glaube, in Zukunft wird es klarere Wege geben, weil viele derer, die jetzt aus ihrem Produkt eine DIGA machen, feststellen, dass sie Dinge verändern müssen, weil der Selbstzahlermarkt ganz anders funktioniert als der DIGA-Markt. Und dann muss ich auch mein Produkt verändern, weil ich ein ganz anderes Geschäftsmodell brauche. Und da holpert es gerade, glaube ich, ganz schön, weil jetzt ein Umdenken stattfinden muss. In Zukunft kann es sicherlich auch kürzere Wege für die Entwicklung geben, weil man dann einfach genauer weiß, wofür man eigentlich entwickelt. Wenn ich von Anfang an in den DIGA-Markt ziele, kann ich das auch etwas zielgerichteter machen. Wir werden sicherlich auch Apps erleben, die erfolgreiche bestehende Apps kopieren, also digitale Generika. Ich bin gespannt, wie gut das funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass das erfolgreich wird, weil schon auch die Philosophie und das Therapiekonzept, was da im Hintergrund steht, nicht so einfach sich nur im Code widerspiegelt, sondern da auch mehr dranhängt an Unternehmen, an Kultur, an Vernetzung, was sich nicht allein durch ein Kopieren der App wird darstellen lassen. Mhm.
Ja, das glaube ich auch nicht, zumal wenn dann auch wieder der Mensch eingebunden ist. Und also gerade bei diesen, es wird ja viel, Sie haben jetzt gerade vorhin ja auch das Thema Bewegungstherapie angesprochen, vielleicht ist es da immer auch etwas, was, wo ich dann über denjenigen, der Dinge vormacht, ob das jetzt ein Therapeut ist, den man mit einbezieht, besonders empathisch ist und deshalb diese App gut funktioniert, weil gute Leute gute Therapien machen und auch Leute mit ins Boot nehmen können, ich glaube, ist die große Herausforderung für alle die, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und wenn ich das ganze Thema richtig verstanden habe, geht es ja wirklich darum zu sagen, was ist, also bei der digitalen Gesundheitsanwendung, es muss wirklich etwas sein, was nur oder explizit auf dem digitalen Wege so funktioniert. Also es reicht nicht einfach jetzt einen Prozess, der vorher analog war, zu digitalisieren, sondern es muss tatsächlich die entscheidende digitale Komponente vorhanden sein, damit ich tatsächlich zugelassen werde, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Genau, so ist es. Also natürlich gibt es auch Dinge, die übersetzt man einfach von digital auf analog. Fragebogen zum Beispiel. Klar, natürlich. Das gehört auch einfach dazu. Also wir werden irgendwann papierfrei sein im Gesundheitswesen. Es wird noch eine Weile dauern, aber dann muss ich natürlich auch solche Dinge irgendwie einfach mal übersetzen. Ja, aber spannend und auch, ich sag mal, lukrativ auf Dauer und auch für die Versorgung interessant sind natürlich Dinge, die durch die digitalen Möglichkeiten einfach ganz neue Wege gehen. Also ein sehr einleuchtendes Beispiel ist TiniTracks, eine tolle App, die den Tinnitus wirklich behandelt, indem sie die Musik, die man hört, so verändert, dass diese Geräuscherkennung im Kopf entsprechend wieder neu programmiert wird. Und das sind Dinge, die waren vorher einfach nicht möglich. Also gut, wir hatten irgendwann einen Walkman, aber da konnte man mit die Kassette jetzt auch nicht verändern. Und hier ist wirklich ein ganz neues digitales Feld entstanden. Und da werden wir auch in Zukunft wirklich die tollen DIGA sehen. Das werden keine Schrittzähler oder ähnliche Sachen sein, sondern das werden wirklich digitale Behandlungswege sein, die vor ein paar Jahren undenkbar waren, was mit so einem kleinen Gerät heute alles geht. Also ist das für Sie, und das finde ich hochspannend, so ein bisschen die Zukunft, dass es digitale Behandlungswege geben wird? Und also ähnlich wie die Behandlung innerhalb von Arzneimitteln ja funktioniert, dass es nicht nur im Bereich von Rehabilitation zum Beispiel eingesetzt wird, sondern also zum Beispiel nach Operation, sondern tatsächlich auch zur dauerhaften Behandlung? Ja, auf jeden Fall. Also das wird nicht bei jeder Art der Erkrankung gehen, aber es wird bei sehr vielen gehen, dass ich mit der Kombination von digitaler Unterstützung, Behandlung, Therapie und einem gewissen Selbstmanagement, ich muss das dann ja auch zu Hause selbst machen und aktiv werden, dass wir da ganz viel verlagern werden. Und eben trotzdem eine gewisse ärztliche Betreuung durch die entsprechende Datenerfassung und Beobachtung ermöglichen. Mhm. Also darin werden sich solche Therapien unterscheiden davon, dass ich zu Hause halt irgendwelchen Sport mache. Wenn ich das mit einer Kamera mache, diese Kamera erfasst, ob ich das gut und richtig mache, mich korrigiert und am Ende auch sowas wie eine Analyse, einen Bericht meinem Arzt oder meinem Physiotherapeuten schickt, der dann auch anhand dessen, was ich gemacht habe, einschätzen kann, wie ich jetzt wieder vor ihm sitze, wenn ich vielleicht dann nach einem Jahr mal wieder da bin. Da bekommen wir ganz andere Behandlungszyklen, ganz andere Behandlungsmöglichkeiten und ja, da glaube ich fest dran. Also letztendlich glaube ich, irgendwann werden wir auch einen Tricorder haben. Star Trek, irgendwann wird das alles ganz anders funktionieren, aber wir werden erstmal über diesen Weg des Handys gehen und der Möglichkeiten, die damit entstehen. Aber das ist teilweise, finde ich, auch wirklich spooky, was das Ding schon kann. Blutstrommessung am kleinen Finger mit der Handykamera. Erkennung von Makuladegeneration, dadurch, dass ich da auf irgendwelche Bilder gucke. Und wir stehen ganz am Anfang von dieser Entwicklung. Da werden noch ganz andere Dinge mit neuen Geräten, mit neuen Sensoren und mit neuen medizinischen Möglichkeiten sich da zusammenfinden. Ich sehr bin schön. Sehr gespannt, was wir noch erleben werden. Ja, sehr schön. Man merkt Ihnen die Leidenschaft an. Ich habe gerade auch so ein bisschen gemerkt, dass auch das Thema Tracky bei Ihnen gut aufgehoben ist. Also, dass man so ein bisschen in die Zukunft wird. Aber ich glaube, das ist ja auch letztendlich Teil des Ganzen. Also nicht nur zu sagen, wir machen das jetzt, weil das ist jetzt notwendig, sondern dass man auch sagt, das hilft uns tatsächlich und das hilft uns in der vernünftigen Patientenbehandlung und in der Sicherstellung der Patientenversorgung. Denn auch da werden sich in Zukunft ja neue Wege auftun können und auch müssen, damit wir das langfristig auch gewährleisten.
gewährleisten. Also nicht nur im ambulanten Sektor, sondern insbesondere auch im Zusammenspiel der Sektoren miteinander und übereinander. Also das finde ich sehr, sehr schön, dass man Ihnen da die Leidenschaft noch anmerkt. Bevor wir in die kurze Frage, kurze Antwortrunde kommen, noch mal ein Satz oder zwei Sätze vielleicht zu dem Thema Bundesverband Internetmedizin. Da ist es ja so, dass Sie als Verband mit den Kassen oder gemeinsam die Rahmenbedingungen für dieses ganze Thema aushandeln. Sie haben auch vorhin gesagt, Abrechnungen ja nicht nur beim Patienten, sondern auch mit den Kassen. Vielleicht können Sie uns da noch mal einen kurzen Einblick geben. Genau, also wir sind insgesamt 13 Verbände, die gerade die Rahmenvereinbarung mit dem GKV-Spitzenverband verhandeln. Das ist eine sehr große Runde, die aber auch sehr schön unterschiedliche Kompetenzen zusammenträgt, weil explizite Medizinproduktehersteller, Pharmaverbände und eben wir und der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung wirklich diese Start-up-Kultur, diese neuen Unternehmen dort mit reintragen. Der Bundesverband Internetmedizin existiert seit fast 10 Jahren und hat ein sehr schönes Netzwerk aufgebaut aus jungen Unternehmen, Startups, die ins Gesundheitswesen mit ihren Produkten rein wollen, aber eben auch Krankenkassen, Unternehmen, interessierten Einzelpersonen, die mit diesen Startups und Unternehmen in Kontakt kommen wollen. Und so haben wir einen illustren Kreis, ein gutes Netzwerk, auf das man auch gut zurückgreifen kann, um eben diese ganze digitale Welt voranzubringen. Das heißt also, Sie sind an mehreren Fronten unterwegs und für das Thema digitale Versorgung. Und vor allen Dingen, was ich, kann ich nur noch mal sagen, wirklich spannend finde, dass Sie die Erfahrungen aus der Vergangenheit mitnehmen, sowohl den einzelnen Versorger, also die Praxis mit zu begleiten, das Verständnis dafür zu haben, aber eben auch tatsächlich ganz weit vorne jetzt im GKV-Spitzenverband mit der Internetmedizin und vor allen Dingen mit Ihrer neuen Tätigkeit, die ja für Sie vielleicht gar nicht so neu ist, aber in der Beratung und Begleitung jetzt in Ihrer eigenen Firma. Also sehr, sehr schön. Ich glaube, das ist, also was wir sowieso immer machen, und das fände ich schön, wenn man sich da einfach mal mit Ihnen in Verbindung setzt. Also wir werden alle Themen von Ihnen, auch die Internetseiten, was Sie alles haben, in die Shownotes nehmen. Also wenn Sie gerne vielleicht etwas Besonderes haben, was wir noch mit reinnehmen können, vielleicht einen interessanten Artikel oder irgendetwas, dann würde ich das gerne verlinken, dass Menschen, die sich jetzt angesprochen fühlen, vielleicht nochmal Fragen haben, auch die eine oder andere Firma, die den Podcast hört, vielleicht auf Sie zukommen, unmittelbar, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Das würde mich sehr freuen, wenn wir da eine Vernetzung herstellen können. Jetzt würde ich ganz gerne mit Ihnen in die kurze Frage, kurze Antwortrunde einsteigen, ganz zum Schluss. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus Ihrer Sicht in den nächsten 5 Jahren, sagen wir mal? Ach, schade, nur 5 Jahre. Ja, sagen Sie, dürfen auch gerne 10. Ich sage immer nur, sonst ist 10 so weit weg, das ist ja unseriös. Aber Sie dürfen auch gerne 10. Nein, ich bleibe bei den 5 Jahren alles gut. Wir werden mit der elektronischen Patientenakte in 5 Jahren ein ganz neues Element im Gesundheitswesen haben, das in 5 Jahren wahrscheinlich deutlich machen lässt, was für eine Möglichkeit, was für eine Kompetenz da eigentlich drinsteckt, weil eben ganz anders auf Daten zugegriffen werden kann, Kommunikation über die Sektoren hinweg viel leichter möglich sein wird. Und ich glaube, in 5 Jahren ahnen wir, was die EPA alles kann. Das wird so sein wie 5 Jahre nach dem ersten iPhone, dass man so langsam eine Idee davon bekommen hat, was man da eigentlich für ein Instrument in der Hand hat. Und das wird, glaube ich, eine der entscheidenden Entwicklungen der nächsten 5 Jahre sein. Sehr schön. Ja, ich glaube, dass auch wichtig ist, gerade der Akte zu vertrauen irgendwann, ne? Dass man wirklich das Bewusstsein hat, dass das was Gutes ist und dass uns das nicht stört im Alltag oder dass es nur Arbeit bedeutet oder auch wenn vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal etwas technisch nicht so funktioniert, trotzdem weiter verbunden zu sein. Also auch mein iPhone, frage ich mich hin und wieder, warum es nicht funktioniert und ich benutze es trotzdem ständig weiter. Ja, ja, sehr schön, schöner Ausblick. Ja, was bedeutet für Sie das Thema Gesundheit? Lebensqualität. Also ein gesundes Leben ermöglicht einem all das, was man im Alltag und im Urlaub und in der Freizeit so machen möchte. Und wenn man dieses Gefühl hat und das Glück hat, noch gesund zu sein, dann kann man das eben auch entsprechend schätzen, beziehungsweise hat im Falle von Krankheit auch die notwendige Motivation, um selber seinen Beitrag zu leisten, wieder gesund zu werden. Mhm.
Und da gehört oder mit einfach, einer chronischen Erkrankung auch dauerhaft möglichst gut zu leben. Das ja, natürlich genauso. Absolut. Und da gehört vielleicht auch dazu, sich hin und wieder mal eine Auszeit zu nehmen, wie Sie zum Beispiel mit Ihren Katzen. Ich finde, das ist immer wichtig, ne? Dass man nicht in diesem Trott bleibt, sondern sich bewusst rausnimmt mal, um dann diese Dinge auch zu genießen. Ne? Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin aus Ihrer Sicht als Unternehmerin haben oder als Unternehmer haben? Die kluge Kombination von Empathie und Ökonomie. Also Ärzte müssen ein Unternehmen führen, wenn sie in der Einzelpraxis unterwegs sind. Das darf aber nicht zu einem rein ökonomischen, unternehmerischen Handeln gegenüber dem Patienten und der Patientin führen. Also der Arzt, die Ärztin wird auch in dieser ganzen digitalen, technischen Welt vor allem über seine empathische Qualität noch weiter wirken, und das muss auch in einem Unternehmen Raum finden. Mhm. Würden Sie in dem Zusammenhang sagen, dass das Thema Digitalisierung fördert Humanisierung passt? Ja, an den richtigen Stellen. Mhm. Weil man eben genau die automatisierbaren, wiederholenden Routinen auf ein digitales Gerät auslagern kann. Und das, was eben Menschlichkeit braucht, wo Humanität einfach im Vorteil ist, dann auch mehr Raum bekommen kann. Mhm. Ja, sehr schön. So, jetzt die Frage, auf die wir uns schon am Anfang gefreut haben, Buchtipp und Filmtipp. Gibt es ein Buch oder einen Film, das Sie besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat? Na, zum Thema passend muss ich jetzt natürlich Zoe Beck, Paradise City, sagen. Das ist ein Thriller, eine deutsche Autorin, die in einer Zukunft spielt, wo ein digitales Programm, das jeder Mensch hat, Leben, Gesundheit und Medikamenteneinnahme und alles Mögliche in einer Art und Weise bestimmt, dass einem Angst und Bange wird. Ich möchte nicht zu viel über die Lösung verraten. Das ist schon eher eine dystopische Fantasie, die sie da aufmacht. Und es lohnt sich auch, über solche negativen Auswüchse zu lesen. Bei aller Begeisterung für Technik muss man auch im Blick haben, wozu sie auch missbraucht werden kann. Das ist ja, was ich immer super spannend finde an diesem Roman, ist, wie, was da für eine Recherchearbeit dahinter steckt, um sich solche Gedanken machen zu können, ne? Und auch wirklich alles mit einzubeziehen. Ist mir gerade ähnlich gegangen. Ich habe, vielleicht kennen Sie es auch von dem Sebastian Fitzek, das Projekt Noah als Hörbuch gehört. Da geht es um eine weltweite Pandemie, die ausgebrochen ist und dass Flughäfen gesperrt werden und man mit Masken rumläuft. Interessant ist, dass das aus 2012 ist. Das habe ich aber erst hinterher erfahren. Und es sehr viele Parallelen gibt zumindest. Aber auch, ich will auch nicht mehr erzählen. Also vielleicht. Aber vielleicht noch ein Film, weil Sie vorhin über das Thema Kino gesprochen haben. Der Film, der mich jetzt unglaublich beeindruckt hat, war Waves. Die Geschichte einer amerikanischen schwarzen Mittelklassefamilie, die einen guten Stand hat und das Leben der beiden Kinder, vor allem des Sohnes, aber auch der Tochter erzählt, die ja einfach in diverse Schwierigkeiten geraten, die nicht unmittelbar rassistischer Natur sind. Also das ist weniger ein Rassismusfilm wie Queen and Slim zum Beispiel. Aber es ist trotzdem ein Film, der sehr deutlich macht, dass für eine schwarze Mittelklassefamilie schwarz sein immer auch eine Rolle spielt. Mhm. Und dieser Film packt das in eine wirklich spannende emotionale Geschichte mit grandiosen Bildern, beeindruckender Musik. Und das ist so ein Film, da sitzt man und hält den Atem an. Also das ist ja einfach so, wie Kino sein soll, und hat dabei eben auch noch, gibt einem auch noch was für den politischen Alltag mit auf den Weg. Oh, sehr schön. Ja, da scheint ja alles drin zu sein. Kann ich das ja nicht außen vor lassen. Das wird schon auch noch. Sehr schön. Ja, toll. Hört sich sehr toll an. Also dann weiß ich ja, was ich nächste Woche mal mache. Nehme ich meine Frau mal mit und dann gehen wir einfach mal abends ins Kino. Ja. Und dann die letzte Frage, die man nicht ganz uneigennützig ist. Gibt es jemanden, den Sie sich hier als Interviewgast für den Business Talk Podcast vorstellen können, den Sie uns vielleicht empfehlen könnten? Professor Andrea Belliger. Mhm. Wenn Sie die noch nicht im Interview hatten,
Ich würde sagen, ich habe von ihr das tiefere Verständnis für digitale Transformation gelernt. Sie packt das in greifbare Bilder, was eben der Unterschied ist zwischen ich schraube irgendwo einen Stecker dran, ich mache irgendwas bisher analoges digital, sondern eben, was ist eigentlich das Neue, wo geht das hin, wo komme ich wirklich auf dieses Next Level, und das kann sie in sehr schöne Bilder fassen. Ja, sehr schön. Dann werden wir auf jeden Fall mal Kontakt aufnehmen. Hatte ich tatsächlich noch nicht. Also von daher hat sich schon wieder die Frage gelohnt. Frau Meier, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir nehmen das Ganze hier an einem Dienstagmorgen auf. Also der Tag steht uns beiden noch bevor. Ich hoffe, es ist gerade sehr warm in Deutschland, aber auch das ist ja nicht unbedingt schlimm, wenn man die Tage sich vernünftig einteilt. Ganz vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie heute hier im Business Talk Podcast mit dabei waren. Und für alle die, die heute zugehört haben, nochmal vielen Dank fürs Dabeisein. Ich freue mich immer über eine Bewertung bei iTunes oder YouTube oder wo immer ihr uns hört, und bleibt unternehmerisch. Und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich nehme auch einen Buchtipp mit. Grandios. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Schöne Woche. Tschüss. Danke. Tschüss.